Wie ehrlich eine Weihnachtsveranstaltung für den guten Zweck ist, lässt sich oft auch daran ablesen, ob es das Ereignis noch im Folgejahr gibt. Ohne jeden Zweifel darüber erhaben ist der Termin, den Frank Zander eingeführt hat. Schon seit vielen Jahren lädt der Berliner Entertainer im Dezember Obdachlose zum Gänseschmaus ein. Dafür hat er schon das Bundesverdienstkreuz erhalten und viele prominente Unterstützer gewonnen. Heute war es wieder soweit. Zander lud fast 2500 Bedürftige ins Berliner Estrell. Es ist schon ein anderes Publikum im Saal als sonst bei den Galas oder Konzerten im Estrell Convention Center. Nicht Stars in Concert, sondern eine Art Familienfeier für Menschen, die sonst am Rande der Gesellschaft stehen. Hier stehen sie im Mittelpunkt, werden bedient von Prominenten wie Wolfgang Lippert oder Wolfgang Barrow, können sich mal mit Axel Schulz über ihre Kämpfe im Leben unterhalten oder von Friedbert Pflüger sich ein Autogramm geben lassen. Der hat genauso Gänsekeulen vorher serviert wie Herbert Köfer. Und Publikum, das es sich sonst nicht so gut gehen lassen kann. Für die Menschen, die kein Zuhause haben, alleine sind, obdachlos sind und Hunger haben, Menschen, denen man helfen muss, in jeglicher Form. Und ich finde es prima, was uns der Frank Zander beschert. Und das muss man nur erlebt haben, denke ich mal, wenn man auch selber auf der Straße war. Ich war ja obdachlos vor ein paar Jahren. Ich bin ja 55, wa? Ich arbeite heute für eine Mark 50. Auch Stress mit Jobcenter und alles, Leistung gesperrt und alles. Und dadurch irgendwie halt Ablenkung. Alle Künstler treten wie immer ohne Gage auf und das Estrell stellt den Saal ebenso kostenlos zur Verfügung wie Personal und Technik. Diese Spende ist Chefsache. Was hier die Frau Zander, die Familie Zander, auf die Beine gestellt hat, das ist so gigantisch. Wenn man das einmal miterlebt, dann freut man sich so, dass man in der Lage ist, wenn es einem gut geht, auch einen Beitrag zu leisten und ihn weiterzugeben. Und das kommt an. Obendrein gab es diesmal noch die Nachspeise auf Kosten des Hauses. Dank Frank Zander waren ca. 60.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Diese Bescherung betrachtet der Sänger und Entertainer als Geschenk an die Stadt. Und ich liebe Berlin so, wie es ist. Und das kann ich nur, also diese Veranstaltung möchte ich einfach den Berlinern schenken. Zum 13. Mal veranstaltete Zander das Gänseessen für Bedürftige. Und jedes Mal sind mehr Kinder dabei. Viele von denen, die hier feiern, freuen sich zwar auf Weihnachten, aber noch mehr auf das nächste Mal im Estrell. Noch 6 Tage sind es bis Heiligabend, aber für 2003 schon genau jetzt. In diesen Minuten werden Sie bewirtet von Frank Zander im Estrell Konferenzhotel. Zum 13. Mal hat Zander zum obdachlosen Weihnachtsfest geladen, organisiert gemeinsam mit der Diakonie und der Caritas. Uli Zelle ist für uns im Estrell. Uli, was kommt denn als Weihnachtsessen auf den Tisch? Und jetzt die Hände hoch! Natürlich der klassische Gänsebraten mit Rotkohl und mit Knödel, aber nicht das Essen ist das Wichtigste hier, sondern hier willkommen zu sein, das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Stimmung. Man ist hier wie in einer Familie und das ist das, was die meisten eben nicht haben. Sie sind nämlich allein. 2300 Menschen beim Finale, nur nach Hause gehen wir nicht. Das singen sie gemeinsam mit Frank Zander, der auf der Bühne ist, mit allen Künstlern, die heute Abend hier und am Nachmittag aufgetreten sind. Ingrid ist auch alleine. Für sie ist das ein ganz wichtiger Tag? Ja, für mich ist es ein ganz sehr wichtiger Tag, weil alleine das erste Mal überhaupt. Und Ärger mit dem Jobcenter kommt auch noch dazu. Ich komme aus dem Wedding. Ja. Da musste ich mir anhören, ich soll mir einen Job suchen. Ja. Haben mir sämtliche Leistungen gestrichen. Also das bedeutet mir unheimlich viel. Haben Sie heute aber einen schönen Tag und die Teller, die waren hier auch voll. Also entweder mit Brust oder Keule. Es hat auf jeden Fall gut geschmeckt. Und nicht nur für das Essen, sondern auch für den Service gab es gute Noten. Zum Beispiel die beiden Wolfgangs, Wolfgang Lippert und Wolfgang Barrow servierten. Oder Axel Schulz, mit dem man auch ein Pläuschen hier halten konnte. Friedbert Pflüger gab Autogramme, hat vorher aber auch serviert. Ebenso wie Herbert Köfer. Hier ist beispielsweise das Beweisfoto, dass er auch beim Service beteiligt war. Frank Schöbel gehörte zu den Künstlern, die aufgetreten sind. Und das ist der Mann, Eckhard Strelitzky, dem das Haus hier gehört. Und der es immer wieder kostenlos zur Verfügung stellt. Auch das Personal. Warum machen Sie das alles? Ich finde, normalerweise sagt man, tu Gutes und rede nicht darüber. Aber in dem Fall finde ich, was hier die Frau Zander, die Familie Zander, auf die Beine gestellt hat, das ist so gigantisch. Wenn man das einmal miterlebt, dann freut man sich so,
dass man in der Lage ist, wenn es einem gut geht, auch einen Beitrag zu leisten, dann wiederzugeben. Dann danken wir Ihnen auch im Namen der Menschen. Und wir gehen noch mal ganz kurz auf die Bühne. Da ist es jetzt tatsächlich zu Ende mit dieser Show. Wieder waren es 2000, über 2000, vielleicht sogar, 2500 begeisterte Menschen, unter anderem Karat, die hier sind, und Frank Zander, das 13. Mal und trotzdem glücklich, das 13. Mal hinter sich gebracht zu haben. Wir haben es geschafft, wir haben es wirklich geschafft. Und Uli, du bist genau wieder in die Fontäne gelaufen. Wir haben es geschafft, sowas kann man auch nicht erklären. Wir haben für die Vergessenen heute die schönste Feier gemacht, die es gibt. Okay, dann Dankeschön für das, was ihr gemacht habt und Dankeschön noch an das Publikum und damit wieder aus dem begeisterten Estrel zurück ins Studio.